Junge, Junge. Scheiße. Wirklich auf dich. Harte Mission, das geht ja schon gut los. Ich hab's doch gleich gesagt, aber... Pass auf, wir sollten verschwinden. Das war ein ziemliches Feuerwerk und die werden den Rauch sehen. Wir sind ein gutes Team. Sie, wenn du gut mit Lita konntest, kannst du auch gut mit mir. Gracias, Dani. Wir treffen uns im Lager. Heißt du auch Dani? Ja, ich heiße Dani, na klar. Ich heiße auch Dani. Du bist Daniel und bei mir ist von Daniela. Glaube ich, ich weiß nicht genau. Okay, Leute, so, pass mal auf. Wollen wir jetzt erstmal looten gehen? Und hier, was? Wir haben doch, ich habe eine Karte gefunden vorhin. Wir haben jetzt enorme Sachen aufgedeckt hier auf der Insel. Guck mal, wir haben jetzt 3 Punkte, die wir, wir können das Armonia-Dorf befreien zum Beispiel. Wir können, oder? Nee, was ist denn das? Ach, das ist ein neues Dorf einfach nur. Armonia-Dorf? Oben links diese Kirche oder was es ist, ne? Ach da, die Kirche. Ja, da waren wir doch schon. Bei Armonia, das war da, wo die Bar war, weißt du, wo wir den Typen, ne? Genau. Kontrollpunkt habe ich befreit, der ist, sollte frei sein. Aber ganz rechts haben wir noch die Karte besser treibst auf Lager. Also wir haben da vorne ein FND-Depot oben rechts. Alter, die Flak können wir kaputt machen. Was? Die Flak. Welche Flak? Da oben, die Flak. Mach mal die Karte auf, da ist eine Flak. Ach da, ja, aber das ist ja also die Flugabwehr, meinst du? Das Rang 4, ja, ja, Flak, Flugabwehr. Ich würde sagen, wir nehmen vielleicht erstmal die kleineren Ziele aufs Korn. Mhm. No, und was schwebt ihr da vor? Digga, meinst du, das ist schon das ganze Spiel, die Insel? Ich hoffe nicht, weil es schaut sehr klein aus. Weißt du, wie es aussieht? Nein, das sieht mal, aus wie von Paradox Game, dieses Logo. Kennst du das? Geh mal, mach mal raus, zoom mal raus. Ja. Und dann guck mal nach rechts. Und dann nach oben. Ah, okay, also es gibt noch ein minimal kleine Grat, Alter. Minimal klein. Digga, das ist ja so groß wie Assassin's Creed Odyssey hier, das Ding. Jetzt mal ohne Scheiß, ne? Kann das sein, dass der Teil länger ist als der 5. Kommt drauf an, wahrscheinlich storymäßig nicht, aber... Digga! Du hast dann halt viel, viel mehr Aufgaben, viel mehr Sachen zu befreien. Wo ist denn die Hauptstadt? Ja, bei mir ist die Karte nicht aufgedeckt. Cruz del Salvador? Costa del Mar, Lozania... Da oben! Esperanza! Esperanza? Ich glaube, das ist Rang 7, guck mal, Rang 7. Ja, 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 ich merk schon. Kann man eigentlich, gibt es ein Level-System, wo man hier leveln kann auch? Ja, 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 also wie? Wir haben vorhin was bekommen. Wir sind kurz vor Level, also ich bin kurz vor Level 2. Digga, du musst auch dein Krokodil ab und zu streicheln, ne? Warum? Ansonsten beißt dir das in den Sack. Was in den Sack? Ja, ich habe ja keinen Sack, aber. Wo ist denn mein Krokodil? Da hinten? Keine Ahnung, vielleicht streiche ich das gerade. Nee. Okay. Ich fütter mein Krokodil gerade lieber. Gerade unser Pferd erschossen. Ich wollte das looten, dass ich es eintauschen kann gegen Materialien, weißt du? Aber ich kann es leider nicht schlachten. Quadigo! Essen ist fertig! Darüber. Wie heißt das Vieh? Guapo! Guapo essen! Guapo, Guapo essen! Guapo hat keinen Hunger. Die Werkbank. Ich will mal gucken, was wir jetzt hier noch. Wir haben nichts mehr weiter. Oh doch, warte mal, für Scharfschützengewehr vielleicht noch, ne? Hier für unser Single-Shot-Gewehr. Ich habe aber den Flammenwerfer auch nicht bekommen, ne, Digi? Oh, ich kann hier ein Impro-Akkog-Visier machen. Aha. Ich habe ja schon ein Optik-Visier drauf. Ich habe den Schalldämpfer noch gemacht für Scharfschützengewehr. Ich glaube, das ist sinnvoll, ne? Vorhin habe ich geschossen mit dem Scharfschützengewehr. Digga, die sind sofort alle zu mir gelaufen. Ja. Macario schreibt, 2 Verrückte unterwegs in Far Cry. Das kann doch nichts werden. Was? Ja, ja, das ist schon so. Hä? Hä? Was? Also ich fand das mit dem Feld schon cool, aber die Musik war ein bisschen zu laut. Ich habe die leise gemacht. Also sie hat wahnsinnig viel Stimmung und Laune gemacht. Ich habe das richtig gefeiert, ja. Aber ich habe übrigens noch ein Pferd gefunden, aber... Digga, was habe ich für Waffen hier am Start schon, Leute? Warum? Was hast du denn? Leichte MG. Okay, ich schau doch mal nochmal in mein Inventar. Aber dafür habe ich den Flammenwerfer nicht, ne? Wo war der denn bei dir? Ich weiß nicht, doch. Der war cool ganz oben. Impro-Waffen. Ich empfehle für die maximale Erfahrung auch die VODs von Far Cry 5 zu schauen. Ich glaube, die gibt's nicht mehr. Die werden ja immer gelöscht, leider, ne? Aber ich glaube, du hast doch ein Video auf YouTube, oder? Ja, ich? Von unserer Far Cry 5 Nee, auf YouTube nicht. Auf TikTok? TikTok, so kleine Schnipsel waren da drauf, ja. Ah, okay. Primärwaffe 3. Ich habe hier noch ein Scharfschützengewehr in meinem Inventar. Ja, das habe ich auch. Da habe ich gerade einen Schalldämpfer drauf gemacht, ne? Ach so. Oh, okay. Okay, alles klar, ich bin ready.
Wenn ich jetzt hier das nehme, ne? Und damit schieße. Kann man mehr Waffen irgendwann Alter, ausgehen, was für ein krasses X, ne? Was ist denn das für ein X? Also den Flammenwerfer, den brauche ich echt nicht, ne? Also sorry, nee, ich habe den auch weggelegt. Ich habe die Standardwaffen wieder. Ich bin enttäuscht von dir, Dani. Warum, Katrinchen, warum das denn? Die Schutzmaske will ich wieder runter tun. Tut mir echt leid, aber die ist doch nicht hübsch. Wegen dem Pferd oder was? Oh, kann ich die wieder wegmachen? Das hat gelitten. Alter, guck mal. Das sieht. Alter, das Pferd, ne? Das sieht echt aus wie so richtig originales, totes Pferd. Der Mund ist offen, die Augen sind offen. So geil. Das arme Pony. Also, ich weiß nicht, ob das auch in dem fünften Teil auch schon so krass aussah, ne? Alter, das ist sehr, sehr detailliert, Leute. Sehr, so. Ich, guck mal hier, Digi, du kannst das Arschloch vom Pferd dir angucken. Mhm. Bin ein Sniper. Na, wenn's dir so, wenn's dir ja, warte, schmeckt. Wo ist denn mein Pferd? Ja, du hast gesagt, hörst du auf? Digga, wenn ich kein Pferd krieg, kriegst du auch keins. Wir fahren mit dem Trecker. Wir fahren mit dem Trecker, Leute. Natürlich. So, kommst du drauf? Was sagst du denn? Ey, jetzt mach ich den Trecker kaputt, Mann! Hör auf jetzt! Ich überfahre dich, Junge! Nein! Du weißt, wie schnell das Ding ist? Ja, ja. Sollst du nur sagen! Wie komm ich denn jetzt hoch? Soll ich da vorne einen Container fahren? Warte mal. Hier? Ja, warte mal. Ich bin schon oben. Bist schon oben, okay, alles klar. Hältst du die Position da auch? Naja, da wo ich sitze schon. Okay, weiter geht's. Auf Wiedersehen. Mach's gut, Katrinchen, aber du weißt, dass das ein Spielepferd war, ne? Das war kein echtes Pferd. Ich würde niemals ein echtes Pferd erschießen. Da ist Wasser. Du fährst ins Wasser. Ey, das ist ein Trecker. Ich sehe nichts. Nimm mal den Arsch weg, bitte. Kann ich hier lang? Versuch's. Ja, ey, ein Trecker, Digga. Da kannst du überall mit lang fahren, ne? Warum ist das Ding so schnell gewesen auf einmal? Das ist so geil, echt. Kommst du drauf? Ich habe hier richtig den Speed drauf gehabt. Wollen wir hier die Scheune auch nochmal untersuchen oder wollen wir erstmal zum Missionspunkt? Ja, ja, komm, lass mal untersuchen. Bisschen looten hier. Okay. Ey, das ist aber geil, ne, dass du alles fahren kannst. Oh, warte mal, hier, auf der Map sind so rote Punkte. Das ist eine rote Wolke, da ist irgendein Dude. Ja, das sind Gegner. Ach, guck mal, das ist geteiltes Inventar. Wenn du was findest, dann krieg ich das auch. Ah, lol. Das ist gut. Ja, dann geh mal looten. Alles klar. Ich mach den mal tot. Und zack. Hast du gehört, die Sniper-Gewehren hier, ne? Nee. Oha, was war das denn? Naja, ich habe uns ein Auto besorgt. Oh, nice. Oh, mega gut. Willst du fahren oder soll ich? Gibt's hier noch Loot? Ja, bestimmt. Nee. Da hinten auf dem Dixie. Sitzt da jemand auf dem Dixie? Nein. Schick das Krokodil rein. Schick das Krokodil rein. Ich schieße einfach mal drauf. Stell dir vor, sitzt auf dem Bauklo. Guck, das ist ein Krokodil rein. Stell dir das mal vor. So. So, Abfahrt. Abfahrt. Wo müssen wir hin? Oh, da vorne wird geschossen. Oha. Ist das einer von uns hier? Nee. Steig mal aus. Ja, ich steig auch aus. Okay, hab einen. Ich glaube, das war ein Fall. Nicht dein Ernst? Okay, nee, das war. Okay. Nee, wir haben die befreit. Haben wir die befreit? Können wir was machen mit denen? Ja. Ich kann auf ihn schießen, er ist rot. Nee, lass mal. Aber... Ja, bei mir auch, aber. Nee, ist ein Zivilist gewesen. Oh, Lars, echt. Ja, wenn das rot ist, keine Ahnung. Okay, fahr du mal lieber. Es ist sonst, kommen wir nie an. Ich setze mich hinten rein. So, okay, los geht's. So, sind unsere Krokos auch an Bord? Die sind im Kofferraum. Abfahrt! Alter, das kann ganz schön schnell rennen, das Krokodil. Oh, hier ist schon wieder einer. Warte mal, ich kann hier rausschießen. Sehr gut, sehr gut. Ist er tot? Ja. Ich hoffe doch. Ja, ja, der ist down. Der ist down. Die Gegner leuchten. Bei mir leuchten keine Gegner, oder? Was, bei mir leuchten schon Gegner, glaube ich. Ich habe das bei mir ausgeschaltet, also, mit den Gegner leuchten. Weiß ich nicht, ob das bei mir an ist. Warte mal, hier, was ist denn das hier? Strom nur, okay. Die Mucke ist geil, ne? Meinst du, wir kriegen da Copyright-Probleme? Nö. Kann schon sein. Es gibt einen Streamer-Modus normalerweise im Far Cry. Gibt's hier? Ja. Hast du den an? Auf jeden Fall. Nee, noch nicht. Warte mal, aber ich mach den mal an. Warte mal, hier ist ein Köter. Der wollte angreifen. Findest du das? Ich glaube, den gibt's nicht mehr, oder? Oh, die hatten den in Far Cry New Dawn. Gab's einen Streamer-Modus. Ja. Es gab's auch, glaube ich, bei Life is Strange.
Aber das Problem war, danach war das Spiel halt richtig kacke, weil das Spiel lebt ja von der Musik, ne? Gerade Life is Strange. So, ich steck mal die Waffe weg. Wenn die Waffe weggesteckt ist, dann greifen die uns ja auch nicht an, ne? Entschuldigung. Naja, aber das sind ja auch Zivilisten, das sind ja gar keine Soldaten. Können wir die reinschubsen hier? Ich will da an diese Box da unten ran, die da... Oh, da leuchtet was Grünes. Alter, durch. Warum komme ich da nicht hin? Mit der Machete, oder? Nee. Time is the limit, da gibt's denn das im 60. Monat, Junge. Nice, vielen, vielen Dank, mein Lieber. Dankeschön. Oh, das ist sehr freundlich von dir. Vielen, vielen Dank. Ich hab Munitionsstiefel gefunden. Ich hab nur Kleber gefunden. Hätte der angehört. Ich hab Munitionsstiefel bekommen. Hey. Wie komme ich denn jetzt hier wieder raus aus dem Wasser? Ja, du, am Strand schwimmen. Guck mal, hier ist was Grünes. Guck mal. Das ist nur eine Moskitolampe oder was ist das? Ach, guck mal, man kann hier hochklettern. Am Steg. Was ist denn das für eine Lampe, sag mal? Was für eine Lampe? Was siehst du denn grün? Ja, ich sehe da gar nichts. Unterm Steg drunter. Unterm Steg? Ja. Das stimmt. Vielleicht muss man da tauchen oder so, weißt du? Ja, dann tauch mal. Mal tauchen. Alter, keine Fische hier, ne? Das Wasser ist tot. Positionslicht. Ach so, damit die Boote im Dunkeln andocken können. Ja, das macht Sinn natürlich, ne? Ja, auf jeden Fall. Das macht Sinn. So. Time is your limit. Vielen, vielen Dank nochmal. Dankeschön. Gefunden. Die gibt's ja hier wie Sand am Strand. Okay, so. Ansonsten gibt's hier eine Menge Loot, aber insgesamt ist es hier doch recht... Oh, hier ist noch mehr Loot. Recht leer, oder? Mm, ja, ich aber weiß coole nicht, Atmosphäre. Das ist wieder so ein richtiges Far Cry, weißt du? Ach, hier ist die Mission. Ja, genau. Deswegen sind wir hierher gefahren. Okay, diesmal lese ich Jackie. Ja, Scheiße, habe ich mir wieder längst einen Text ausgesucht, ne? Clara. Die Antwort ist wieder einmal nein. Libertad ist eine gute Sache, ja, aber das heißt nicht, dass ich jeden schlechten Deal annehmen muss, den du mir machst. Seitdem ich deinen Arsch aus dem Wasser gezogen habe, hast du nichts anderes als das Kapitol und El Presidente gedacht. Das Leid um dich herum kriegst du gar nicht mit. Wenn du die Bewohner der Insel nicht befreien kannst, welche Hoffnung hast du dann für den Rest von Jara? Ich habe das Netzwerk nicht für deine Guerilla aufgebaut, sondern um den Tank meines Bootes mit Treibstoff und die Bäuche meiner Liebsten mit Essen zu füllen. Ich denke, wir sind uns beide einig darüber, dass ich meinen Teil mehr als erfüllt habe. Viel Glück dabei, ohne unsere Boote nach Esperanza zu kommen. Ich hoffe, du und deine Guerillos können gut schwimmen. B. Wer ist denn B? Ich weiß nicht, Bernd wahrscheinlich, oder? Bernd das Brot. Ah, guck mal, kein Radio anmachen. Ja, das habe ich vorhin ausgemacht. Achso, wegen Streamer, ne? Damit du Ruhe hast, weißt du? Achso, ah, okay. So. Okay, ich rede jetzt mit dem, ja? Kannst du da wirklich nichts irgendwie mitkriegen dann? Ich kann nicht mit dem interagieren. Wenn du direkt neben mir stehst jetzt. Sonst quatsch mal mit dem. Mach ich. Lass mich raten. Clara Garcia hat dich dazu geredet. Sie hat sogar uns das ist Rang 4, ne? Wir haben Rang 1 oder so. Eingespannt. Hat uns überredet, bei ihrer kleinen Invasion von Santuario zu helfen. Hab 5 meiner besten Leute. Alter, wir kriegen eine Angel, wenn wir das machen. Jetzt wir müssen das machen. Clara an und will Boote und neue Rekruten. Kannst. Ja. Ich bin eher Pirat als Fischer. Dafür kannst du dem Embargo danken. Mit unseren Booten holen wir Fische aus dem Wasser und bringen Menschen und Schmuggelware an der Armee vorbei. Aber El Presidente hat die Schrauben angezogen. Die neue Kommandantin, Rosario, hält den ganzen Treibstoff unter Verschluss, damit Libertati leuchtest du über die noch durch? Quatsch noch mit dir? Ja, dann quatsch noch. Nur in die Nähe wagt. Ich lese gleich die Zusammenfassung. Will, dass wir Libertad helfen? Dann erobere die Tankstation zurück. Töte also das haben sie echt nicht so cool gemacht. Nee. Das hatten die in anderen Teilen, hast du es aber mitbekommen, oder? Ja, genau. In den anderen Teilen hat man es mitbekommen. Alter VIP in der Haus, Metwurst, grüß dich, hi! Moin! Also, pass auf, ich lese vor. Besorg uns Treibstoff und töte Rosario, dann werden wir Libertad helfen. Das ist unsere kriminelle Vereinigung. Du willst unsere Hilfe, dann besorg uns Treibstoff aus dem Depot, damit wir überleben können. Und mach kurzen Prozess mit den Kommandanten. Mit der Kommandante ist eine Frau. Dann werden wir uns, dann werden sie uns so schnell nicht wieder behelligen. Wir kriegen 100 XP und eine Angel. Ich nehme das jetzt an. Okay, es geht los, Jackie. Level 4, ne? Kann sein, dass wir voll auf die Fresse kriegen jetzt. Ach was.
Ich fahre, ja, oder? Zu zweit, verstehst du? Ja, stimmt, wir sind zu zweit. Aber das hörst du jetzt, oder? Den Funk? Den höre ich, ja. Willst du, sehr dass gut. ich eine klaue? Das mache ich schon, seit ich klein bin. Alter, oh mein Gott. Das Ding fährt aber ganz komisch, ne? Kann sein, dass wir einen Platten haben? Weiß ich nicht. Gracias. Wie bist du denn mit der Karre umgegangen? Hier sind überall schon Einschusslöcher drin und so. Ja, das war von dir. Was? Ehrlich? Ja. Alter, Digga. Dir ist bewusst, dass es sowas wie Straßen gibt. Ja, aber guck mal, wo die Straßen, machen wir die Map auf. Da sind wir ewig unterwegs, weißt du? Ja, guck mal, da ist eine Straße. Da ist eine Straße. Ja, ich bin auf der Straße. Super. Oh, was ist denn das? Du kannst dein Fahrzeug über das Q-Menü Waffenrad rufen. Ach so, Digga, wir haben ein eigenes Auto. Okay. Moment. Im Kofferraum kannst du dann bei Bedarf Munition auffüllen. Sehr gut. Ah. Ja, schauen wir mal. Ich fahr lieber. Alter, darf ich hinten drauf? Da ist es schon. Da ist die Karre. Echt? Ja. Die stackt irgendwie. Naja, da sind ich gehe auf Geschützturm, okay? Wir haben Geschützturm? Ja, na sicher. Das ist unser Auto. Ich gehe mal erstmal hinten an den Kofferraum. Oh, los geht's! Alle 30 Minuten auffüllen. Hallo Panischer, moin! Boah, ist aber ein schickes Auto, ne? Alter, richtig gut das Ding. Wie fährt sich die Karre? Pass auf, hier ist... Ja, es geht schon. Oh. Das hast du ja geklärt. Stimmt, das habe ich geklärt. Wir sind über so Seitquellen. Warte mal, stopp. Der vorne schießt auf mich. Der okay, ich hab den einen befreit. Wir überfahren ihn jetzt nicht. Okay, hab ihn. Sehr gut. Warte, wir müssen ihn noch befreien. Der steht da noch mit so einem Ausrufungszeichen. Eieiei. Hallo Panischer, wie geht's dir, mein Lieber? Herzlich willkommen bei uns hier im Chaos-Stream. Ja, kommen die alle her? Ich steck mal aus. Aua! Alter, das war mein Bein! Was? So, warte. Gracias mia. Gracias mia. Ich hab ihn befreit. Wir müssen kurz das Auto reparieren. Ja. Okay, ich komm rein. Abfahrt. Los geht's. Fahr vorsichtig, ne? Wenn die Karre kaputt ist, ist die Karre kaputt. Echt? Ja. Kriegen wir die nicht nochmal? Vorsicht, langsam bei der Brücke, nicht, dass hier irgendwelche. Das sind doch Dudes hier, oder? Nee. Das sind Gerät, ja, glaube ich. Aber wir sind im Treibstofflager, oder? Ja, ich glaube ja. Warte mal. Da vorne links, Benito will, dass ich es der Armee wieder abnehme. Das ist jetzt eine FND-Basis, Dani. Okay. Ich würde sagen, wir gehen voll rein, oder? Willst du fahren oder? Nee. Ich bleibe am Geschütz. Ich tue, was ich kann. Ja, dann fahren wir. Okay, aber langsam, ne? Warte. Siehst du schon was? Warte, stopp. Warte. Nein. Oh Mann, ich wollte das Huhn noch erschießen. Okay, alles klar. Fahr vor. Wir müssen Alarm ausmachen. Oh, die Reifen. Ist okay. Was? Alarm ist aus. Ja, ja. Verstanden. Kommandant ist tot. Sind hier noch Gegner irgendwo? Ja, ich sehe nichts. Ja, das sind viele Gegner. Ehrlich? Digga, ich hau ab hier erstmal. Warte mal. Wo sind die denn? Naja, bei mir hier unten auf jeden Fall. Ah, ja. Hast du die gar nicht markiert? Nee, wir haben die nicht markiert. Ah, okay. Oh, da ist noch ein gegnerisches Kroko. Wie ein gegnerisches Kroko? Das gibt's doch gar nicht. Doch, die gibt's ja auch. Alter! Richtiger Steelsboy. Hier ist gerade so ein Sniper lang gelaufen. Der hat so eine Nebelwolke hinter sich geschmissen. Aber wir müssen, glaube ich, das Benzin sicher nicht zerstören. Ich weiß. Ich hab schon an so einen Hahn gedreht vorhin. So, okay. Ja, aber bei mir ist ein so ein Ding in die Luft geflogen. Nein. Och. Oh. Gibt's doch gar nicht. Da oben ist er. Ja, hier ist noch was. Aber da kann ich nicht dran drehen. So, hier. Kann ich den pingen? Nee. Doch. Ich sehe da einen Sniper. Ja, genau. Ich bin auf dem Weg, aber... Alter, was macht der denn hier? Ich glaube, er ist down. Ich hab ihn. Haben wir das geklärt? Ja, na sicher. Stufe 4. Papalapap. Ja, Stufe 4, ich bitte euch. Nein, echt nicht. So, jetzt kann man es bestimmt nochmal machen, pass auf. Meinst du? Ich kenne die Mechanik irgendwoher. Ich weiß nicht wo. Keiner Namen ausgelöst? Ressourcen gesichert. So. Können wir es nochmal machen? Nee. Hallo Tina, moin, danke schön für Kaffee. Also schon zu spät also für Kaffee. Ich kann nicht schlafen, oder? Ja. Ich glaube, das war's jetzt, oder? Ich weiß nicht. Oh, Rangaufstieg 2. Neue Waffen und Ausrüstung bei Juans Waffenhändler. Oh, nice. Ey, lass mal looten. Hier ist alles voll mit Zeug, ne? So viel nehmen, wie du brauchst. Wo denn?
Okay, dann. Überall. Aber jetzt kommt der schwere Teil. Hier sind Zettel noch, wenn du willst. Rosario ist eine Mörderin und das wird sie auch bleiben. Hier in diesen ganzen Tonnen und so weiter, die rumstehen. Ja, Stimmenauszählung. Verstanden, da ging es nur um den Namen von dem Kroko. Bezwinge das Regime, um stärker zu werden. Alles klar, Einsätze abschließen, oh, militärische Ziele nehmen. Und Vorräte und Ressourcen zerstören. Digga, ich hab das Geheimlager gefunden. Ich loote das mal. Ist ja geteilter Loot, habe ich gehört. Ja, ja. RPD, also ich glaube. Weiß ja, nicht. Weißt du was? Ich lasse den Loot einfach. Das passt schon. Erinnerung zur Inspektion. Oh, da habe ich noch was gefunden. Oh, Munition auffüllen. Munitionskiste. Sehr schön. Jetzt habe ich dich, Rosario. Was habe ich hier? Ich habe noch eine Schlüsselkarte gefunden. Ja, ich weiß jetzt, wo die. Ich auch. Zum Lagerraum. Aber ich glaube, da war ich gerade, ja, oder? Weiß nicht. Wir müssen unser Hab und Gut verteidigen. Wir müssen um jeden Preis verhindern, dass das Treibstofflager und die Waffenkammer von Fort Quito der Guerilla in die Hände fallen. Soldaten Castellos, wir sind die erste und die letzte Verteidigungslinie gegen diese Tiere. Kommen die jetzt zu uns oder was? Nee, nee, das war eine Notiz, bevor wir gekommen sind. Okay, okay. Also ja, ich glaube, ich habe soweit eigentlich alles gelootet. Hast du auch noch was mitgenommen? Ja, das, was ich halt gefunden habe, habe ich halt okay, gelootet. Okay. So, in 2 Kilometern haben wir die nächste Quest. Ich weiß nicht. Aber hier gibt es irgendwo einen Waffenhändler anscheinend. Hier in dem Bunker hier? Nein. Naja, also bei Juans Waffenhändler gibt es auf jeden Fall neue Waffen. Okay. Und das wäre jetzt interessant, wo das wäre. Also hier ist eine Autostation, ist hier, ne? Naja, da kann man wahrscheinlich wieder seine Autos holen, ja, ja, wenn die kaputt sind. Auto rufen. Das ist. Ach, ein bisschen was? Ans, ist es wie Far Cry 5 hier? Digga, ein gelber Wartburg, den bestelle ich mir. Warte mal, wie mache ich das jetzt? Zurück. Ah, hier. Warte mal, Lagerraum habe ich hier, glaube ich, noch was gefunden. Guck mal an. Okay, Fahrzeug ist da. Diesmal ohne Geschütz. Musst du aufs Klo? Ich nö. Okay. So, musst du aufs Klo? Nee, da war ein Dixie. Ach so, nee, alles gut. Okay, ich habe die Karre. Ich habe die Karre schon. Aber die ist ja nicht so cool. Ich weiß nicht, wie ich die andere rufen kann. Warte mal, mit Q kann ich die rufen. Ach so. Ah, 24. Den Weg laufe ich nicht. Digga, wo ist mein Auto? Da vorne kommen 2. Oh, das ist gut. Alter, was? Das Pferd, Digga. Das ist außer Kontrolle, Mann. Was machst du? Er schießt das Pferd. Das hat gerade umgebracht, das Pferd. Oh, du machst mich fertig, echt. Okay, warte, ich komme hinten drauf. Okay, ja, los geht's. Du hast doch ein eigenes Auto. Ja, ich muss am Geschütz sein. Alles klar. Abfahrt. Okay, los geht's. Was sagt denn, ne? Kein Navi oder so, ne? Das gab's zu der Zeit noch nicht. Nee. Welche Zeit ist es denn eigentlich? Ne? Es wirkt so 70er, 80er Jahre mäßig. Digga, wir haben Smartphone. Oh, stimmt. Da sieht's heute halt so aus, ne? Auf dieser Insel. Oh Gott, ah nee, das ist wieder. Okay, okay. Das ist der Befreite, Ja. Die Insel sieht ein bisschen aus, ich will's nicht vergleichen, aber wie Kuba, ne? Ja, ja, also es ist so ein bisschen von Kuba sehr angegleicht. Meinst du? Ja, ja. Auch dass er El Presidente heißt, finde ich auch ein sehr krasser Zufall. Ja, aber ich weiß gar nicht, wie du drauf kommst. Oh, da ist ein, da können wir das nicht befreien? Oder hast du das schon befreit? Was denn, wo denn? Rechts von uns, das ist eine Flagge. Ich weiß nicht, kann man das befreien? Weiß ich nicht. Also das ist auf jeden Fall nicht unsere Flagge, unsere ist blau. Ja dann. Hier ist, oh, hier ist Loot auf jeden Fall. Ja, wenn das geht. Geht das? Nee. Weiß ich nicht. Nee. Komm. Nee. Häng mal deine Unterhose oben hin. Dann geht das. Alter, die ist aber, die ist pink. Ja, das ist. Eine pinke Unterhose. Ich weiß, ich bin ein Mädchen, ne? Ja, ja. Also nicht mal das Merch hier von unserer Guerilla. Nee. Trägst du? Nee. Unglaublich. Also hätten die pink Shirts auf jeden Fall anziehen. Ja, ich glaube auch. Fabi! Alter, vielen Dank für den epischen Raid, mein Lieber. Was gab's bei euch? Das ist nett, dankeschön. Da freue ich mich wirklich sehr drüber. Vielen Dank, mein Lieber. Die Inseln wirken ja riesig, wenn du dir die Karte anschaust. Normalerweise müsste jetzt im Chat, genau, komm, was du gespielt hast. So, was gab es? Stand da. Luigi's Mansion 3. Ah. Soll ich schießen? Digga, ich brauche klare Anweisungen, ne? Ich hab nur gefragt, ob man hier was machen kann und du schießt gleich. Er ist wie ein Schatten irgendwie, der Dude. Alter, ja, das war ich nicht. Ja, ja, okay, ich fahr mal weiter, wir waren's nicht. Ja, Pavi, dann herzlich willkommen, dankeschön. Sehr, sehr freundlich von dir, vielen, vielen Dank. Okay, wir umkreisen das Ding. Wo fährst du denn hin? Fährst du jetzt hier den Berg hoch?
Ja, Richtung Ziel halt. Ach so, ich dachte, wir wollten jetzt diese Tankstelle befreien. Ja, weiß ja, ich nicht. Ich weiß auch nicht. Benito, mal, wo bist du denn jetzt? Steigst du jetzt aus? Na, ich glaube, da müssen wir hochlaufen. Ach so. Meinst du, da kommen wir doch durch. Okay. Warte, ich komme. Kommst du? Ja, warte. Wo kann ich denn nicht fahren eigentlich? Ich weiß nicht wie, das ist kaputt, die Karre. Ach so. Ach, falscher Knopf. Oh Gott. Ich bin auf der Tastatur verrutscht, kennst du das? Ja, kenn ich. Oh, guck mal, hier ist eine Straße. Ja, oh, guck mal, hier ist ein Waffenladen. Wie, Waffenladen? Wo Waffenladen? Eine Werkbank halt, ne? Also, wir haben neue Waffen freigeschaltet, glaube ich. Aber da unten ist ein Panzer. Nein. Doch. Oh. Das Alter, können wir da rein? Da müssen wir sogar hin. Das müssen wir klären. Alter, wollen wir den holen? Ja, mach mal mit dem Handy. Das muss Rosario sein. So, aber das ist Rosario. Die sind richtig strong, Mann. Meinst du? Oh, panzerbrechende Munition braucht man da. Ja, habe ich ausgerüstet auf einen Waffen. Den Panzer bestimmt platt machen. Oh, Alter, ey, wir müssen zu dem Panzer. Ja, wir müssen den kaputt machen. Wir müssen den klauen, Digga. Wir klauen den. Wir stealen uns dahin. Pass auf, wir müssen Steal-Modus anmachen jetzt. Steal-Modus on. An Barbie, vielen Dank für den Follow. Dankeschön. Check. Okay, wir gehen rein. Enemy spotted, mehrere Enemy spotted, böse Enemy spotted. Oh, unser. Wir müssen die Enemies umlaufen. Unsere Krokos wollen aber kämpfen. Digga. Nee. Doch. Nein. Ich schick die Krokos dahin. So, ich gehe hier runter. Wo bist du denn? Ich seile mich ab. Over. Ah, okay. Oh nein! Ich hab das Seil gelöst. Ich bin gestolpert. Ich bin unten. Okay, ich komme. Okay, ich hätte Rücken frei. So. Panzer ist immer noch frei. Kommst du? Wo bist du? Digga, du läufst ja woanders runter, over. Ja, ich mach hier einen Attentat. So, Tango down. Digga, ich hol Panzer. Ich glaube, ich will die lieber ausschalten von hier. Also ich glaube, ich will mit dem Panzer lieber rumlaufen. Okay, ich lenk die ab. Lenk die mal ab, also, ich gehe Panzer. Okay, Kommandante down. Adios, down. Arschloch. Kann ich in den Panzer rein? Das gefällt mir. Ja, Mann! Ich bin ein Panzer. Sehr schön. Oh, wow, du schießt auf mich, mein Freund. Nee. Ich hab auf den feindlichen Panzer geschossen. Ich bin fast tot. Alter, das Ding geht richtig ab. Warum mit Y? Ah, jetzt hat er. Okay. Alter, er zieht sich halt einfach einen Nagel raus. Richtig gut. Wo sind die Feinde? Alle tot. Habe ich schon gekillt. Ja, sehr gut. Mission complete. Nice. Also das wird auf jeden Fall mein neues Lieblingsfahrzeug hier, ne? Reparieren. Ich kann hier einen Panzer reparieren. Übrigens, Ausrufezeichen Multi, da könnt ihr auf jeden Fall auch nochmal Jackie sehen. So, ich will hier auch einsteigen in den Panzer. Ja, einfach, du musst oben drauf klettern und dann durch Luke. Wollen wir zusammen Panzer fahren? Gleich? In Kolonne? Kolonne fahren. Das ist Alter. Nicht mehr Eurotruck-Simulator. Das ist Panzer-Simulator. Alter, nice. Ja. Aber ich loote einmal nochmal kurz durch. Ja. Haben wir die Mission erfüllt? Nee. Nee, wir müssen aus dem Sperrgebiet entkommen. Naja, easy. Ich hab Panzer, Digi. Oh, warte, ich muss reparieren. So, jetzt. Kann ich deinen Panzer kaputt schießen? Das ist, nee. Hey! Ups, Entschuldigung. Jetzt muss ich die Scheiße wieder reparieren hier. Warte. Echt? So, warte, ich steig ein jetzt. Komm ich denn? Ah, okay. Okay, ich bin drin. Soll ich vorfahren oder willst du? Ja, fahr du vor. Du machst das. Okay, alles klar. Oh, ich sack irgendwo. Hier ist ein Panzerabwehr-Betonklotz. So, wo müssen wir denn jetzt hin? Ja, einfach nur weg. Ich glaube, da oben kann das sein, dass da einer am Turm ist. Jetzt nicht mehr. Alter, das ist natürlich richtig geil, ne? Also, so Panzer, das ist wie ein GTA früher, ne? Das gab's, glaube ich, im. Oh! Das Krokodil ist, glaube ich, verletzt. Also, mein Chat hat gerade gesagt, jetzt ist meine Chance, jetzt kann ich dich abschießen. Hör auf jetzt! Alter, guck dir das an. Wir können einfach alles zerstören hier, ne? Den Zaun, alles. Also, wenn ich auf dich schieße, kommt ein ganz böser Sound im Headset. Ehrlich? Oh ja, oh!
oh mein Gott, du hast hinten dran fast, das kann explodieren und das brennt schon. Jetzt, Digga, nee. Ehrlich? Auch. Ja, echt? Soll ich aussteigen? Weiß ich nicht. Warte, hier sind Dudes. Größer zumindest. Wird größer? Oder wird nicht größer? Nö, ist halt wie so ein, wie okay. Ein Dauer quasi. Okay, du musst hier schießen, Jackie, ne? Okay. Also nicht auf mich! Du hast gesagt, ich soll schießen. Digga, hier sind überall Gegners. Wo sind denn da Gegner, Mann? Ich sehe hier keinen. Hier. Oh, da. Okay, alles klar, alles klar. Soll ich zu dir im Panzer steigen? Warum? Dein Panzer ist doch noch voll da. Kannst du da hochklettern? Ich mehr, aber... Da ist doch irgendwas. Warte mal, ich geh da mal hin. Sollen wir mal Panzer angucken hier? Digga, das brennt doch gar nicht, Mann. Ja, klar, weil da ist jetzt auch kein Fass mehr. Das hab ich auch weggeschossen. Okay, okay. Ah, Loot. Loot. Ja, ganz viel Loot. Okay, okay. Warte mal, wie kann ich das Ding reparieren eigentlich? Ah, warte mal. Mit. Ja, genau so. Hey, Danny, da bist du ja. So, warte. Ich geh rein. Ich krieg die Scheiße nicht weg. Ich krieg den Reparaturhebel nicht weg. Warte mal. Ey, mein Panzer ist kaputt. Jetzt. Ja, verdammt! Hallo Danny! Schön, dass du da bist. Jetzt sind zwei Dannys am Start. Einmal Danny Nummer 1 ist Jackie, der ist hinter mir. Oh, hier ist so viel Loot, ne? Das tut mir im Herzen weh. Ja, dann nimm doch mit. Kann vorbeifahren, nee. Oh, pass auf, hier ist feindliches Gebiet. Ja, ich nehme mit. Ey, mir kommt das irgendwie zu leicht vor. Aber wahrscheinlich, weil es eine Tutorial-Insel ist noch, oder? Kann das sein? Naja, weiß ich nicht. Ist das eine Tutorial-Insel? Ja, guck mal, wie klein die ist. Ja, die ist schon groß, aber ey, weißt du, was da noch kommt? Dir mal die Map angeguckt. Also ich meine, wir sind jetzt Stufe 2 und ich glaube bis 7 oder 8 geht's. Auf dich für... Bitte schieß! Übrigens irgendjemand schießt auf dich so. Ich weiß aber nicht wo. Ach, da waren wir schon mal, ich erinnere mich. Da habe ich schon mal was gesammelt hier. Ich habe jetzt einfach alles zerstört hier, ne? So, ja, wo müssen wir überhaupt hin, Jackie? Ja, Einsatz abgeschlossen. Ach was? Ja, easy. Und jetzt? Ja, aber ich weiß nicht. Wir werden aber den Panzer behalten. Ja, natürlich behalten wir den. Wir werden mit dem Panzer einfach durchs Meer auf die andere Insel fahren. Werkzeug, wir haben eine Angel bekommen. Ja, Mann. Wollen wir angeln gehen? Oh, schon wieder das Angeln, ey. Ich habe schon richtig keinen Angelspot. Weißt du, was wir machen damit? Wir schalten damit die Flak aus. Ich habe es markiert auf der Map. Ja, komm, dann fahren wir da hin. Warte mal, wir schauen mal ganz kurz auf. Mit Rechtsklick kannst du das markieren. Ja, aber da muss man nämlich hinten rumfahren. Also jetzt hier. Nee, ich hab jetzt auch Navi hier, ne? Wenn du das markierst, hast du Navi. Echt? Ja. Irgendwer schießt hier, Jackie. Okay. Was? Irgendwas schießt hier. Ja, da neben dir. Ich kann nicht, ich muss losfahren. So, Flak. Alles gut. Machst du das? Hallo, junge Dame, können Sie da mal bitte verschwinden? Also, ich soll dich anzünden, sagt man mir. Oh Gott, du überfährst. Die ist vom Panzer gesprungen, was soll ich denn machen? Ja, die ist hier vom Panzer gesprungen, ich glaube auch, Mann. Der Panzer ist auch richtig schnell, ne? Ich bin froh, dass es da kein Benzin für gibt. Richtiger Racing-Panzer. So, also willkommen beim kubanischen Panzersimulator 1. Heute zusammen im Konvoi mit Larsi. Herzlich willkommen, wir transportieren Kanonenkugeln. Ja, War Thunder, ne? Oh, wir sind in Level 4 Gebiet jetzt, das muss man aufpassen, Jackie. Ich hab das Pferd nicht gesehen, das Pferd. Da hinten ist die Flak. Du hast dich das Pferd zerschossen. Och, nein. Die Böse hier? Nee. Kann sein. Okay, kannst du die Geiseln befreien oder soll ich? Warte, ich mach, du bist ja ganz weit weg. Warte. Ja, ich befreie euch, ist doch kein Act. Ist doch kein Ding. Kommt raus. Alles gut. Ja. Wollt ihr einsteigen, Jungs? Ich kann leider kein Spanisch. Meinst du, die kämpfen für uns? Ja, vielleicht. Ja, das wäre cool, ne? Ein bisschen Kanonenfutter an der Front wäre nicht schlecht. Jetzt haben wir hier einen Sturm, ne? Ja, wir müssen zu Flak. Ja, die werden wir einfach mit dem Panzer so überrollen. Alter, du schiebst mich weg. Digga, was machst du? Digga. Wo bist du denn? Kannst du nicht... Ja. Lass mich doch vor. Ja. Was macht der da? No Español. No Español. Es kann nichts in No Español. Reise zum Zielort. Nee. Wir gehen jetzt erst die Flak befreien. Wenn zwei Dicke über die Brücke wollen, ey. So sieht's aus. Ey, ist das asynchron oder geht das? Was? So die Mechanik, wenn wir beide mit Panzer rollen. Das geht schon.
Aber ich finde den Panzer wahnsinnig laut, muss ich dazu sagen. Ja, bestimmt. Ich drehe den mal ein bisschen runter so. Was gerade dadurch okay. Nachts durch Wald und Wind, es ist die Lasagne. Sie teilen sich als Rind. Was? Ja, das stand hier. So. So, da ist die Flak. Ja, da oben. Ja, können wir da hinschießen von hier aus? Wir können es mal versuchen. Ah, ich treffe nichts. Ich muss da hochfahren, warte mal. Ich fahr mal hoch. Oh, hier sind Menschen. Oh, das Radar, das bringt bestimmt... Oh, habe ich nicht getroffen. Als ob die einen Panzer ausschalten können, weißt du? Ja, Mann, Flak ist down, Flak ist down. Luftraum befreit. Alter, richtig gut. Wir haben die ganze Insel gut unter Kontrolle hier quasi. Echt? Weißt du? Ja, ich weiß nicht, keine Ahnung. Nee. Schießt auf mich, aber ich sehe die Gegner. Ach, da vorne. Ist das... Ich loote mal ein bisschen hier so lange. Ist das ein Böser oder ist das ein Guter? Bist du böse oder gut? Schieß einfach. Erst schießen, dann fragen.